Lebensspendende Sonne, du kannst wohl nichts Größeres erblicken als die Stadt Rom, sagte schon der römische Dichter Horaz vor über 2000 Jahren. Und ja, die Sonne liebt diese Stadt immer noch heiß und innig. Bischof Stefan Oster freute sich jedoch fernab des sonnigen Wetters vor allem über die vielen Begegnungen mit den Ministrantinnen und Ministranten. Man merkt dann immer, die sind so begeistert, da ist so eine fröhliche Stimmung, wenn man den jungen Leuten begegnet. Das ist wirklich schön. Natürlich auf die gemeinsamen Gottesdienste, auch auf die Ausflüge. Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass die jungen Leute eine Erfahrung mitnehmen, wo sie dann vielleicht später immer noch mal sagen, da ist was passiert in Rom, da ist mehr als nur, wir haben Eis gegessen und einen Spaß gehabt, sondern Rom und Wallfahrt an den Gräbern der Apostel zum Papst kommen, das ist mehr als einfach nur einen Ausflug machen, viel mehr. Als herausragendes Ereignis sieht auch Oberministrant Tobias Meindl die Wallfahrt zur Heiligen Stadt. Es ist einfach unglaublich, mal in Rom zu sein, beim Papst selber. Es gehört irgendwie zum Ministrantenleben dazu, mal nach Rom zu fahren. Ich glaube, es ist ein richtiges Highlight. Für den Großteil der 50.000 Minis aus Deutschland führte der Weg nach Rom mit dem Bus über den Brenner. Die Busgruppe rund um die Schola-Sängerin Katharina machte sich deshalb bereits sonntags um 3 Uhr nachts auf die lange Reise. Es war schon lang, aber ja, also wir waren eine sehr ruhige Gruppe, das heißt, man hat gut schlafen können. Und also so hat überhaupt nichts gefehlt. Und auch ein erfahrener Rom-Veteran konnte von seiner Frau überredet werden, noch einmal die Wallfahrtsstiefel zu schnüren. Also es ist jetzt das 5. Mal, dass ich in Rom bin. 4-mal war ich mit den Ministranten dann mit heuer und einmal waren wir mit der Pfarrei alleine. Und das erste Mal war es 1985. Also da war ich jetzt in der Annalena seinem Alter, meiner Tochter, mit 14, da bin ich das erste Mal mitgefahren. Da hat es natürlich noch, die Busse waren noch ohne WC und ohne Klimaanlage, da war das natürlich noch mehr Abenteuer wie jetzt, weil jetzt haben wir ja sehr verwöhnt. Das Wallfahrt-Highlight war natürlich das Treffen mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz, welches jedoch bei der Masse an Jugendlichen sowohl die Minis als auch die Polizei vor große Herausforderungen stellte, wie Jugendpfarrer Wolfgang de Jong erklärt. Es war natürlich erst einmal ein Riesenschritt, überhaupt in den Petersplatz zu kommen, wenn da 70.000 Ministrantinnen und Ministranten auf einmal hinwollen. Aber irgendwie haben es die meisten dann doch geschafft, ihre Plätze einzunehmen. Die Sonne hat uns auf den Kopf geschienen, gute Kopfbedeckungen waren nötig und auch viel zu trinken. Und dann um 18 Uhr war es endlich soweit. Der Papst selber hat sich sehen lassen und das ist natürlich das Highlight schlechthin. Papst Franziskus erst durch die Menge gefahren, von den Ministrantinnen bejubelt und dann einfach seine Audienz für die Ministrantinnen und Ministranten. Und es ist einfach irgendwo bemerkenswert, wie dieser Papst die Herzen der Jugendlichen auf die Schnelle erobert, durch ein Lächeln, durch ein bloße Dasein. Da merkt man einfach, der Mann hat ein riesengroßes Herz für Jugendliche und vor allen Dingen auch für Ministrantinnen und Ministranten. Also ich denke, für die meisten unserer Ministrantinnen und Ministranten war das ein super Eindruck und einer der Höhepunkte ihrer Rom-Wallfahrt, wobei Rom ja viele, viele Sehenswürdigkeiten hat. Aber so ein lebendiges Zeugnis des Glaubens vom Papst zu erfahren, das war schon super. Super fanden das Treffen mit Papa auch die Minis. Ich habe mich von daheim her schon total drauf gefreut, weil meine Geschwister das auch schon miterlebt haben und gesagt haben, das ist ein einmaliges Erlebnis. Mir hat es ziemlich gut gefallen. Es war zwar ein bisschen heiß und ich habe nicht immer alles verstanden, was er gesagt hat. Der Gottesdienst mit dem Papst ist natürlich dann das Highlight für alle Ministranten und Ministrantinnen. Das Schönste war eigentlich, dass ich gesehen habe, wie viele Leute von verschiedenen Ländern gekommen sind. Natürlich gab es in Rom noch viel mehr zu sehen und zu erleben. Aber davon erzählen wir ein andermal.